Korrektamente, dann machen wir doch direkt. Wonach suchen wir überhaupt? Genau, wonach suchen wir überhaupt? Es könnte ein Modell oder Gemälde sein. Warum glaubst du, dass sie hier ist? Sie muss okay. Hier sein. Sie könnte natürlich auch in der Buckland Abbey sein. Was? Buckland Abbey, ein Ort, an dem du noch nie warst. Weiter. Da ist ein Stuhl, der aus dem Holz eines Schiffs gemacht ist. Vielleicht ist sie da drin. Ich verstehe dich kaum, ey. Du red noch mal lauter. Nein. Nein, sie muss hier sein. Okay. Dann, warum zeigt mir das Scheißbuch ständig an? Ja, wir haben noch, wir wissen noch, wie das aussieht. Wie ein Schiff. Das Zeug hier muss ein Vermögen wert sein. Nein, wir können hier nicht spazieren. Wir sind gleich zurück. Anagramm, der Lawrence von Arabien. Ist schon krass, dass sie in der wie sagt man, in der Geschichte immer weiter vorgehen, weil Lawrence von Arabien, ja, habt ihr selber gerade gesehen, 1935. Es wird ja immer näher der Gegenwart irgendwie. Ich glaube, weil Sir Francis Drake und so eine Sachen, das war ja 1600 und jetzt ist Dingens und hast du nicht gesehen? Ach, wonach suchen wir eigentlich? Wo ist das Teil? Spaß dich ab, ohne Plan oder so. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Lalalala, ich laufe jetzt einfach an jeder Wand entlang. Vielleicht ploppt dann irgendwie Quadrat-Taste, wollte ich schon sagen. Dreieck-Taste auf und dann... Das ist mein Plan jetzt im Moment. Wir brauchen die Schalldämpfer. Ja, Leute, wo ist denn das? Wo ist denn die Scheiße jetzt? Ah, jetzt! Dieser Kopf! Da ist sie. Ich hab sie. Wo? Da oben. Die Galionsfigur von Drakes Schiff. Ja, ist gut, ist gut. Abballern? Ne. Wie kann ich jetzt da hoch? Ne. Ich sehe es ja. Soll ich das abballern oder was? Wir brauchen die Schalldämpfer. Ach ja, Leute, ich hab's gehört, aber wie, was müssen wir machen jetzt? Lalalalala. Wuhu. Mir wird gerade nicht ganz klar, wie ich mir das jetzt holen soll. Kann ich hier irgendwie hochklettern? Hier vielleicht? Mann, Drake, bleib doch drauf jetzt. Nein, Schatz. Yeah. Ich bin der Beste. Wo lang jetzt? Rechts rum? Ja, alles klar. So, jetzt hoch. Aber ist auch schon mies versteckt gewesen, der Schatz. Aber da muss man, glaube ich, sowieso lang. Spring doch rüber. Spring doch rüber. So, jetzt. Jetzt guckst du in die Richtung. Ich drücke X, um springen. Macht er nicht. Nee, macht er nicht. Ein runter vielleicht? Naja, was machst du denn? Drake. Jetzt. Das ist eine Falle. Sie sind hier in Deckung. Ja, ich und zielen, wie gesagt. Guck dir das an, wie ich ziele, ey. Dieser Scheiß-Controller reagiert auch nicht. Drecksding, ey. Ich
Feld, komm schon! Was machst du? Nimm das Buch und die Chiffrierdisk! Ey, Alter, ist das eine Scheiße. Komm schon, piss dich. Ich schlag dir jetzt K.O. Das ist doch unmöglich, mit diesem Teil genau zu zielen. So schwammig, wie die Steuerung ist. Ich dachte, das hebt jetzt automatisch die Munition auf. Das ist jetzt doch nicht der Fall. Wow, super. Okay. Naja, was soll's. Raus hier, ey, Leute. Wir verschwinden. Das finde ich scheiße jetzt irgendwie. Alter, es ist übertrieben dunkel. Ey, danke fürs Licht. Ach nee, wirklich? Das war doch irgendwie klar, sonst hätte die Scheiße doch nicht anliegen lassen. Ach, das bist du, Sully. Lauf einfach weiter, wir finden einen Ausgang. Alter, du Arschloch! Boah, ich sehe fast gar nichts. Ich sehe fast gar nichts. Es ist so dunkel. Ich finde die Steuerung des Zielen so schwammig, weil dieser Controller, der reagiert erst, wenn du ein bisschen mehr einschlägst. Aber ich will nur ein bisschen. Ach, jetzt. Oh Gott. Halt lieber den Mund sauber, sonst machst du dir wieder Feinde. Bla bla bla. Weil der Controller ist ja perfekt. Gewöhnungssache. Ja, ja, ist klar. So. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu ruckeln ein bisschen. Naja, was soll's. Ah, das macht doch alles Spaß. Also als würde mir die Aufnahme irgendwie ans Bein kacken wollen. Immer wieder bei so krassen Spielen. Das gibt's einfach nicht. Junge, was ist mit dir los? Stirb! Kannst du kriegen, ja. Gut, dass ich auf leicht spiele. Das ist so viel zu dem Thema. Mann, 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 ey. Wenn man doch nur einen Xbox-Controller an die PlayStation schließen könnte. Aber es ist ja genug gemeckert. Lassen wir das lieber. Ausweichen! Geil, wie das ruckelt teilweise. Ach, mich regt das so auf. Aber ist egal, was soll's, was soll's. So. Kann ich nicht hier wieder hochklettern irgendwie? Und die dann von oben überraschen? Komm schon, ein bisschen Munition. Hier durch. Jo, hier durch. Bam, Junge. Jetzt bist du dran. Alter, mal auf durch. Aber vielleicht kann man ja richtig durchrennen. Und es gibt noch sehr leicht. Aber ich spiele immerhin auf leicht. Also muss man mir schon mal lassen. Scheiße, das hätte ich abschießen können. Oh, scheiße, ich hab dich gekontert. Das hast du davon. Gib her das Teil. Wie war das nochmal? Und jetzt? Jetzt? Wie werfe ich das Teil nochmal? Nein! Ach so. So einfach. Abgesägte Schrotflinte. Her damit. Oh, super. Ach so, ja, das hat ja immer nur eine Pistole und eine schwere Waffe. So war das ja. Okay. Alles klar, passt. Wir müssen da hoch. Kommt schon, Leute, kommt. Schnell weg hier. Aber irgendwie denke ich, die alte
Die Alte ist gleich dort und dann nimmt sie uns die Scheiße ab. Jetzt sieht man mal gar nichts mehr. Jetzt ist aber wirklich zu Ende. Okay, das bringt wohl eher weniger. Oh Gott. Ist es normal, dass man gar nichts sieht? Ne, das ist mir zu dunkel. Empfindlichkeit noch, ja klar, hör auf. Anzeige war das. Ne, ist egal, lassen wir das lieber so. Katja, verdammt, wo sind wir? Ah. Alter, hör doch auf jetzt, ey. Drecks Frips, ey. Drecks scheiß TV-Karte. Leck mich doch am Arsch, ey. Drecks Fischer, Dinger am Arschlöcher. Der lebt noch? Ne, wollte schon sagen. Aha. Ach, davon ist er direkt tot gegangen. Okay, super. So will ich das sehen. Oh, du Sack. Okay, so schlau sind sie nicht. Und da gibt er um. Immer die mit dem Laser, ey. Pisst euch doch. Und rein da jetzt. Rein da. Scheiß auf die Schrot. Machen wir weg hier. Wir nehmen das Gewehr wieder. Ihr dürft den ruhig fertig machen. Hier oben, schnell! Hier durch, hier durch. Stirb, stirb. Ach so. Zurück. Ey, Alter. So, jetzt aber. Los, 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 los. Natürlich den Helden spielen, das ist doch so klar. Einfach reingehen und abhauen. Nee, er geht rein. Und da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten sie die Hosen aus. Cheers. Schlag einfach auf mit. Der Sully ist immer cool, deswegen muss man da mitlachen. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee. Einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also, weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat? Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab.
Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Uba, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor ihrer Majestät. Hm. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur zwei mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr zwei geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann? Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Na los. Ja. Ist nicht weit? Ich weiß mal nicht, was das heißt. Eine Meile oder? Wir laufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Das jetzt immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich auch so wie jedes Mal. Die Lichtstimmung, Leute. Boah, ist das geil. Endlich wieder im Dschungel, endlich wieder im alten Terrain. Hier runter? Das ist eine Falle. Okay, ich dachte schon, das wäre irgendwie so ein Laubloch oder so. Kennt man ja. Komm hier durch.